Babys, ihr kleinen Schlingel da draußen. Übrigens, nicht wundern, ich habe meine Augenbrauen gestern gewachsen. Und irgendwie sieht man diesen einen Streifen hier. Egal. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch mal die Ereignisse von heute Morgen, weil ihr kleinen Banausen wart ja auch ganz fleißig gestern im Kommentieren unter dem Video von gestern. Und zwar geht es um Sorayas Lahmheit. Und ja, also Stand der Dinge gestern war ja, dass ich trotzdem gestern ein bisschen geritten bin. Und mit dem Gedanken gespielt habe, den Tierarzt heute anzurufen. Das haben ganz viele auch drunter geschrieben. Ich glaube, ich habe das nicht so klar gemacht, dass ich den Tierarzt hätte sowieso in den nächsten Tagen gerufen, wenn es nicht besser geworden wäre. Ja, da bin ich jetzt eben in den Stall gefahren, deswegen auch Haare fettig und alles. Und erstmal Soraya frisst wieder wie eine Eins, wie ein kleiner Scheunendrescher. Sie hat alles, was in ihrem Trog war, bis auf den letzten Krümel weggeputzt. Sie hat eine Banane bekommen, sie hat Möhren bekommen, sie frisst ihr Heu, sie rennt wieder zu Gras. Also sie ist auch putzmunter, sie ist richtig aktiv und ist wieder am Strahlen und am positive Ausstrahlung am Verbreiten. Also ihr geht es auf jeden Fall sichtlich besser. Ich war auch schon sehr beruhigt, dass sie dann wieder richtig frisst und dass es ihr wieder gut geht. Und ich glaube, das Wetter hat ihr nicht so gepasst, weil heute war es wesentlich kühler als die letzten Tage. Ja, dann waren wir im Stall und ich wollte den Tierarzt rufen. Da hat mir eine aus dem Stall, eine Stallkollegin, aber gesagt, ich soll, wenn es wirklich, wie ich denke, aus dem Rücken kommt, eine Osteopathin oder eine Chiropraktikerin dazu nehmen. Habt ihr auch ganz viel geschrieben und man hat deutlich gesehen, dass es aus dem Rücken kommt. Also ich habe auch noch mal zwei andere Leute gestern drauf gucken lassen. Dann habe ich mit einer Osteopathin telefoniert und sie hätte mir den ersten freien Termin Ende Oktober geben können, zum 23. Oktober oder 24. Irgendwie dann, also 20. bis 25. irgendwo dazwischen Oktober. Und da war ich so, nee, ich warte jetzt keine 2 Monate, was es ist, weil erstens, ich würde gerne wissen, was es ist und zweitens, ich will keine 2 Monate nichts machen können, beziehungsweise nicht wissen, was ich mache. Dann habe ich noch bei 2 anderen Osteopathen angerufen, die hätten auch Termine Ende September gehabt, das wäre ja auch erst in über einem Monat gewesen. Ja, und da war ich erstmal richtig so verzweifelt. Und dann haben mir Stallkollegen gesagt, bevor ich jetzt den Tierarzt anrufe, aus dem Stall intern, wir haben nämlich einen eigenen Tierarzt am Stall, soll ich es doch nochmal mit Sattel probieren, weil ich die letzten Tage ohne Sattel geritten bin. Dann habe ich das Pony fertig gemacht und wir hatten unterm Sattel ein Lammfell, weil sie, als der Sattel gekommen ist, hat er zwar perfekt gepasst, aber da war halt noch so ein bisschen Platz, weil sie dann überhaupt keine Rückenmuskulatur hatte. Und jetzt meinte meine Trainerin aber auch, dass das viel zu eng ist wahrscheinlich da. Oh Gott, Entschuldigung. Am Hals. Am Rücken. Und ich das mal weglassen soll. Also habe ich auf jeden Fall das Pad weggelassen, das Pony frisst wieder. Und dann bin ich Schritt gegangen in der Halle mit Sattel. Und das Pony hatte schon eine Energie von, keine Ahnung was, also die war nicht wild, aber sie geht normalerweise eher, schlufft sie so einen Schritt. Und da war sie aber schon so richtig so, oh mein Gott, wir machen wieder was. Ich darf mich wieder bewegen. Ja, und dann bin ich erstmal gute 10, 15 Minuten Schritt gegangen und bin dann erstmal losgetrabt. Ich hatte auch 2 erfahrene Reiterinnen mit in der Halle, mit denen ich auch abgesprochen hatte und die ganz unparteiisch mal drauf geguckt haben. Ja, dann bin ich erstmal 2, 3 Minuten getrabt. Es hat sich angefühlt wie sonst immer auch. Also sie ist am Anfang immer am Schluffen. Es ist ein Pony, sie schlufft ein bisschen. Und ja, dann bin ich halt weitergeritten. Und plötzlich ist das Pony richtig schnell gelaufen. Also mit einer Power und einer Energie, mit einem Grundtempo, was sie sonst erst so hat nach einer halben Stunde. Sie ist richtig schön vorwärts, abwärts gelaufen. Sie hat sich richtig schön gedehnt. Sie hat den Hals fallen lassen und die Reiter meinten auch, sie sehen da überhaupt nichts an Lahmheit, also an den Beinen. Sie würden halt sehen, dass sie oben ein bisschen fest im Rücken ist, aber dass ich da gymnastizieren kann und das wahrscheinlich daran liegt, dass ich jetzt die letzten Wochen, beziehungsweise die letzte 1,5 Wochen, nicht so viel Gymnastizierung gemacht habe
und wahrscheinlich die Reitbeteiligung auch anders reitet als ich, weil jeder ja anders reitet. Ich will die Reitbeteiligung auf gar keinen Fall schlecht reden. Aber es hieß ja auch jedes Mal nur, wenn sie da war, Soraya läuft nicht richtig. Vielleicht veräppelt Soraya sie aber auch nur, weil sie keinen Bock darauf hat. Sie war jetzt auch nicht begeistert, aber nach 10 Minuten Traben ist sie so schön gelaufen, sie ist so schön galoppiert, sie ist richtig losgerannt. Sie hatte sogar so viel Energie, dass sie es wieder geschafft hat, sich einmal richtig schön zu erschrecken und zur Seite gesprungen ist. Sie hatte keine Taktfehler mehr, sie ist flüssig getrabt, sie ist schöne Übergänge gelaufen und sie ist auch noch danach, also ich bin so 35 Minuten geritten, ganz normal Schritt gegangen, ohne Humpeln, ohne Taktfehler, ohne alles. Und sie hat sich wirklich richtig schön fallen lassen, ist richtig schön rund gelaufen. Sie ist besser gelaufen als... Oh, ein Eichhörnchen. Sie ist besser gelaufen als in den letzten 4 Wochen jemals. Sie hatte so viel Energie wahrscheinlich, weil sie sich dachte, so okay, 5 Tage nichts gemacht. Also Leute, es ist alles in Ordnung. Ich habe jederzeit einen Tierarzt vor Ort. Aber sowohl ich als auch die 2 anderen Reiter sehen da jetzt kein Bedürfnis an einem Tierarzt bzw. einem Osteopathen. Ich werde das natürlich im Auge behalten. Natürlich gucken, wie sie morgen ist. Natürlich nochmal mit der Reitbeteiligten und der Trainerin Absprache halten. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Der Tierarzt ist auch immer vor Ort, also wäre sofort auf der Stelle da. Und ich bin so happy, dass jetzt wieder richtig läuft. Und sie ist so munter wieder, wie vor einer Woche halt, also so wie sie immer ist. Und sie frisst auch wieder so krass. Wahrscheinlich hat sie das die letzten Tage mit dem Wetter ein bisschen alles. Also es kann natürlich sein, dass sie was hatte, aber ein Pferd, was lahm ist, läuft nicht 40 Minuten, 35 Minuten, ohne einmal das zu zeigen. Im Schritt nicht, im Trab nicht, im Galopp nicht. Und ich glaube einfach, dass dieses Pad übelst geklemmt hat, das Pony ein bisschen uns verarscht hat und das mit dem Futter ihr vielleicht auch noch so ein bisschen aufs Gemüt geschlagen ist. Leute, bitte macht euch keine Gedanken. Ich bin einfach froh. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder irgendwas gesagt habe, wo sich Leute drüber aufregen, aber so ist es im Internet. Ich habe natürlich an den Gedanken gedacht, an Tierarzt, an Östio. Mir ist es ja nicht egal, ich reite da auch nicht drüber hinweg. Aber es ist schade, dass ich leider nicht gefilmt habe. Sonst hätte ich euch das mal einblenden können, wie sie gelaufen ist. Auch Leute, die uns nicht kannten, haben uns heute sogar gelobt, wie schön das Pferd läuft, obwohl ich sie nicht angesprochen habe. Also, ja, ich hoffe, dieses Video beruhigt alle Soli-Fans ein bisschen. Folgt uns auf Instagram, @ninashorsepage und @nina.bxu ist mein privater Account. Kann ich euch auch in der Infobox verlinken. Ich hab euch ganz so lieb. Sorry, dass ich hier so aussehe. Meine Nägel. Aber ich wollte euch das ganz, ganz dringend alles erzählen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!